Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Dann müssen wir erstmal hier runter. Ich sehe überhaupt nichts. Ey, ist das nervig. Ah, hier unten wird es besser. Einmal hier durch. Sagt es mir ehrlich, Lyris. Wie viel von diesem Blut ist meins? Nicht genug, um sich zu sorgen. Habe ich irgendwas verpasst? Es ist also vorbei? Was ist mit Zwagrim geschehen? Und wo ist Zwana? Zwagrim ist tot. Und Zwana geht es gut. Doch sie braucht einen Augenblick. Sie hat darum gebeten, dass ich nach euch sehe. Der Verrat eines Elternteils schmerzt mehr als jedes Schwert. Doch Zwana ist stark. Stärker, als ihr alle zugetraut hätten. Und Einsamkeit wird diese Stärke in den kommenden Tagen brauchen. Meint ihr, dass sie damit fertig wird? Wenn ihr mir gesagt hättet, dass die Tavernenratte, die wir im einsamen Troll getroffen haben, einmal meine erste Wahl wäre, um dieses Jarltum zu führen, hätte ich euch für verrückt erklärt. Doch mein König ist ein Skalde, also was weiß ich schon. Kommt, es gibt vermutlich etwas Nützliches für uns zu tun. Was schwebt euch vor? Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, versammelte Schwertane Utlet jeden, den er finden konnte, bei der Halle der Toten. Macht euch dorthin auf und findet heraus, wie gut sie den Sturm überstanden haben. Ich kümmere mich darum, Castell Trutz zu sichern. Was Fenn anbelangt, erinnert ihn daran, dass wir eine Menge von dem Elixier brauchen. Was ist mit der Horde aus Gramunholden geschehen? Wir taten unser Bestes, um die Gramunholde in Castell Trutz zu halten. Doch es hätte Steinwände an unserer Stelle gebraucht, um sie dort festzusetzen. Es war, als wäre jeder, den ich tötete, sofort durch zwei neue ersetzt worden. Wie habt ihr sie aufgehalten? Fast hätten wir das nicht. Wir wurden beinahe überrannt, als Fenn durchdrehte. So habe ich ihn noch nie gesehen. Er knurrte und stellte eindrucksvoll zur Schau, wozu ein echter Vampir in der Lage ist. Davon waren auch die Gramunholde überrascht und so besiegten wir sie. Ich musste ihm allerdings eine überziehen, um ihn zur Besinnung zu bringen. Fenn! Ihr habt es geschafft! Ich sollte nicht überrascht sein. Doch bevor die Wolken sich verzogen, sah die Lage doch eher trostlos aus. Was ist mit der Horde aus Gramunholden geschehen? Wir haben das Tor gehalten, solange wir nur konnten. Doch die Gramunholde waren eine wahre Flut aus Krallen und Zähnen. Als sie durchbrachen, mähte Lyris sie nieder wie eine Sense den Weizen. Doch selbst sie konnte sich dieser Urgewalt nicht dauerhaft entgegenstemmen. Was ist dann geschehen? Ich bin nicht wirklich sicher. Ich verfiel der Raserei. Ich habe meine innere Bestie entfesselt, könnte man sagen. Ich habe um mich geschlagen und sie zerfetzt. Dann hat Lyris mich bewusstlos geschlagen. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Nicht mein stolzester Moment, aber wir haben überlebt. Und was nun? Der Schwerttane hat die Leute in der Halle der Toten versammelt. Geht und seht nach ihnen, während ich mich sammle. Dieses ganze Unterfangen war wesentlich anstrengender, als ich gewohnt bin. Danach werde ich an dem Elixier und einem Heilmittel für die Gramvollen arbeiten. Was ist mit den Gramunholden? Bedauerlicherweise glaube ich nicht, dass es noch Hoffnung für sie gibt. Ihre Lebensenergie wurde ausgesaugt, sodass sie wilde Bestien wurden. Sie wiederherzustellen übersteigt meine Möglichkeiten, fürchte ich. Für die Gramvollen gibt es jedoch noch Hoffnung. Sie scheinen nicht alles verloren zu haben. Und das Elixier wird alle schützen? Sobald wir genug davon hergestellt haben, ja. Wir haben gesehen, wie es Zwana geschützt hat. Wo habe ich nur mein Fläschchen hingesteckt? Ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich gehe dann mal wieder zurück. So, die Halle der Toten ist irgendwo. Nee, irgendwo in der Richtung. Und dann gleich rechts. Oder hier rechts? Ich glaube, es war hier. Ha, schön zu sehen, dass ihr noch nicht mit Ismir die Humpen hebt. Wir sahen den Sturm losbrechen, aber wir haben seit eurem Aufbruch nach Schwarzweite nichts gehört. Tja, da muss ich euch wohl mein Kenntnis über alles setzen, wa?
Ich bedauere, dass wir keine Parade ausgerichtet haben, um euch willkommen zu heißen. Aber ich juble so laut wie 100 Seelen, wenn ihr mir sagt, dass ihr diesen Schwätzer von einem Großkönig dem Schwert überantwortet habt. Aber was ist mit Svana? Ist sie... Svana lebt. Doch das kann ich vom Großkönig nicht behaupten. Das ist gut. Aber eine Tochter sollte nicht ihren Vater töten müssen. Svana hat meine Unterstützung, wo immer ich ihr helfen kann. Sie wird in den kommenden Tagen jede Hilfe brauchen, die sie kriegen kann. Dann ist Svana jetzt die Königin? Nicht, bis wir eine Versammlung abhalten, um ihren Anspruch zu stützen. Und wir brauchen mehr als nur einen einzigen Jarl, damit das geschehen kann. Wenn Svana sich als Jarl beweist, können die anderen vielleicht über das Versagen ihres Vaters hinwegsehen und sie zur Königin machen. Irgendwann. Bisher hat sie sich als fähig erwiesen. Wir können die Angelegenheit mit der Krone regeln, sobald es wieder ein Königreich gibt, über das man herrschen kann. Was von den Jarltümern übrig ist, wird nach wie vor von den Gramstürmen verwüstet. Und ich bezweifle, dass wir die graue Schar zum letzten Mal gesehen haben. Habt ihr etwas aus eurem Jarltum gehört? Nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Meine Gattin weiß besser als jeder andere, wie man sich um unser Volk kümmert. Ich vertraue ihr. Und mein Tane wird in meiner Abwesenheit Mortal beschützen und sich um alles kümmern. Ulet. Offenbar haben wir überlebt, den Göttern sei Dank. Ich glaubte bereits fest daran, dass wir Zeuge werden, wie die Welt untergeht. Hat er ja eindrucksvoll seinen Senf zugegeben, von wegen fliehen und so. Es sieht aus, als hätte Einsamkeit den Sturm überstanden. Noch nicht dank Svagrim. Verdammt sei sein Blick. Nachdem ihr und die Prinzessin nach Schwarzweite gegangen seid, habe ich so viele andere wie möglich um mich geschart und hier in der Halle der Toten ausgeharrt. Ich bin nur froh, dass wir uns hier nicht auf Dauer niederlassen müssen. Also keine größeren Verluste? Sehr viel geringere, als ich beim Losbrechen des Sturms gefürchtet hatte. Dank euch und der Prinzessin. Da der Sturm nun vorüber ist und die graue Schar aus Castell Trutz vertrieben wurde, bringen meine Soldaten die Stadt wieder auf Vordermann. Solange uns niemand in der Zwischenzeit angreift. Ich lasse euch weitermachen. Sie sind da! Sie sind am Tor! Die graue Schar? Ich dachte, wir wären mit denen fertig. Nicht die Schar! Der Skaldenkönig! Mit einer Armee aus dem Osten! Noch mehr Verrat? Zu den Toren! Wir bereiten dem Skaldenkönig einen ordentlichen Empfang, so oder so. Der kommt zu spät, der hätte wenigstens mitkämpfen können. Wo ist der alte Kerl? Welche Tore? Moment, irgendwo in die Richtung. Ich bin froh, dass ihr diese Angelegenheit mit dem Bluthund ein Ende bereitet habt. Alle Bosmer stehen in Ja, finde ich auch, aber ich habe gerade keine Zeit zu quatschen. Hier ist der Großkönig. Haltet euch zurück, verdammt! Wir kommen in Frieden! Partnerin, ich könnte euer diplomatisches Talent brauchen. Sprecht mit dem Skaldenkönig, ehe wir einen Krieg vom Zaun brechen. Schor, bewahre mich vor Tölpeln und Propheten. Werden müde Reisende hier immer so empfangen? Ja. Nach allem, was gerade passiert ist, irgendwie schon. Ein bekanntes Gesicht. Vielleicht könnt ihr diese westlichen Milchtrinker davon überzeugen, dass wir keine einmarschierende Armee sind. Wir sind hier, um zu helfen. Wisst ihr, was hier vor sich geht? Die graue Schar steckte hinter den Angriffen auf das westliche Himmelsrand. Großkönig Svagrim, wir mussten ihn töten. Die Gerüchte sind also wahr? Svagrim hat sich der grauen Schar angeschlossen? Ich wusste, dass er seine Ziele hochgesteckt hat, aber seine Menschlichkeit so wegzuwerfen, unvorstellbar. Svagrim hat mir einmal gesagt, dass er lieber sterben würde, als mich in Einsamkeit willkommen zu heißen. Er hat seinen Wunsch bekommen, vermute ich. Die graue Schar hat eine Menge Schaden angerichtet. Diese Leute könnten eure Hilfe brauchen. Deshalb habe ich Lyris geschickt. Ich bin nicht der König dieses Landes. Ich kann nichts tun, wenn sie meine Hilfe ausschlagen. Svagrim verabscheute mich. Er hätte meine Hilfe niemals angenommen. Aber Svana... Da kommt sie ja.
Warten wir, was sie dazu zu sagen hat. Was immer ihr meint, König Jorun. Wir brauchen keine Hilfe, wenn wir dafür eure Soldaten hinter unsere Mauern lassen müssen. Meine Mauern, Jarl. Mein Vater mag helfende Hände abgewiesen haben, doch ich tue das nicht. Erlaubt mir, ein paar Worte mit eurer Gesandtschaft zu wechseln, Skaldenkönig. Aber warum kann ich jetzt nicht mehr... Kann ich nochmal eben mit dem daneben, mit dem Prinz Irnskar reden? Weil der hatte nämlich eben auch so ein Symbol da drauf. Ich habe Prinzessin Svana nicht mehr gesehen, seit wir noch Kinder waren. Sie hat sich seit diesen Tagen sehr verändert. Ihr kennt Prinzessin Svana? Ich habe sie einmal gesehen, vor langer Zeit. Es gab einen kurzen Augenblick in meiner Kindheit, in dem eine Versöhnung zwischen unseren Heimatländern möglich schien. Doch es war nur ein Traum, der viel zu schnell ausgeträumt war. Wisst ihr, wie es dazu gekommen ist? Ich glaube, das war kurz nachdem mein Vater Großkönig wurde. Ich erinnere mich noch an einen nebligen Tag voller Kinderspiele mit der Prinzessin, ein freudloses Festmahl und einen raschen Aufbruch. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn unsere Eltern mit uns zusammen Burgen im Schnee gebaut hätten. Vielleicht könnte da aber auch was anbandeln. Ja. Vielen Dank, dass ihr die Front gehalten habt, meine ich. Ich bin bereit für das, was ich schon lange hätte tun sollen. Das, was mein Vater nie konnte. Ich werde mit dem Skaldenkönig sprechen. Es gibt noch eine Sache, um die ich euch bitten möchte, während ich unsere Gäste unterhalte. Eine Hochzeit ausrichten? Was benötigt ihr? Wir haben Einsamkeit gerettet, doch unser Krieg mit der Grauen Schar ist noch lange nicht vorbei. Wir brauchen Fans Elixier dringender als je zuvor. Damit und mit König Joruns Hilfe können wir diese Ungeheuer vielleicht endgültig wieder in ihre Gräber zurückdrängen. Bitte fragt nach Fans Fortschritt. Sonst noch etwas? Das hängt von Fan ab. Falls ihm etwas im Weg steht, dann lasst es mich wissen und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit er bekommt, was er braucht. Ich werde mit Fenorian sprechen. Fan ist mit der alten Mjolin in der Magiergilde. Wenn ihr mit ihm gesprochen habt, schließt euch mir im Innenhof des Blauen Palasts an. Ich werde einen Moment der Andacht für diese Stadt abhalten. Wir alle brauchen einen Augenblick Zeit, um das zu trauern, was wir verloren haben. Was ist mit euren Gästen? Ich werde den Skaldenkönig einladen, sich uns anzuschließen. Wenn die Menschen von Einsamkeit sehen, wie er das Haupt zusammen mit uns anderen neigt, sind ihnen die Unterschiede zwischen Ost und West vielleicht nicht mehr so wichtig. Das klingt sehr weise. Na, lädst du ihn denn auch ein? Nein, natürlich nicht, war ja wieder klar. Ich soll erstmal wieder abhauen, ich soll dir den Weg freimachen, damit du mit dem reden kannst. Ich verstehe das schon. Keine Sorge. Oder das ist jetzt die Retourkutsche, weil ich hier gerade eine Hochzeit erwarte zwischen den beiden. Aber na gut. Hier einmal geradeaus. Achso, im Palast ist er. Nee, Magiergilde hat sie gesagt. Quatsch. Was rede ich denn hier wieder? Ich bin so wirr heute. Ich habe zwar wenig geschlafen, aber nicht wie zuletzt nur die 3 Stunden pro Nacht. Fen, wo bist du? Ich sag auch schon Fen. Eigentlich heißt er Fenorian. Ist er unten im Keller? Fenchen! Einfallsreich. Man findet selten einen Elfen, der sich als schlauer Mann eignet. Trotz all dem, was meine Verwandten behaupten, liegt es nicht nur am Blut. Ach gut, ihr seid hier. Wir haben einen Durchbruch erzielt. Das hört sich gut an. Ich habe gerade eine Theorie mit Mjolin besprochen. Und es scheint, dass wir kurz davor sind, das Elixier in ein echtes Heilmittel zu verwandeln. Und das bedeutet was? Ein Heilmittel. Zingales Forschungen an der Niederwurz haben mir gezeigt, wie genau sie die Verbindung zwischen Körper und Seele schwächt. Bisher konnten wir eine Person nur immun gegen die Wurzel machen. Doch jetzt bin ich mir sicher, dass ich mit diesem Wissen auch geschwächte Bande heilen kann. Wie schnell könnt ihr dieses Heilmittel herstellen? Nun, es ist bisher nur eine Theorie. Es braucht noch weitere Versuche und Experimente, ehe wir ein echtes Gegenmittel herstellen können. Wochen, wenn wir optimistisch sind. Svana braucht das Elixier jetzt. Sie hat mich gebeten, mich zu vergewissern, dass alles gut läuft. Ich weiß, ich weiß. Wir haben alle Hände voll zu tun.
Mjolin und ich brauen gerade eine Ladung und sammeln Zutaten für die Herstellung weiterer Tränke. Ingurt hat versprochen, uns mit einem stetigen Zustrom an Weihöl zu versorgen. Doch das ist es nicht, was uns Grenzen setzt. Wo liegt denn das Problem? Wir wissen genug über Zingales Verfeinerungsprozesse, um seine Methode zu replizieren. Doch dafür brauchen wir immer noch Niederwurz aus irgendeiner Quelle. Sagt Svana, dass wir binnen weniger Wochen genug Elixier für alle Jarltümer herstellen können, wenn sie uns weiter damit versorgt hält. Habt ihr eine Ahnung, wo wir mehr Niederwurz bekommen können? Wir können die Vorräte der Grauen Schar plündern oder eine Expedition nach Schwarzweite unternehmen. Es würde Jahrzehnte dauern, bevor wir eine ausreichende Ernte erzielen, wenn wir es selbst anbauen. Sobald wir genügend Elixiere produziert haben, werden wir versuchen, die Gramvollen zu heilen. Habt ihr aus Zinghalis Notizen mehr über die grauen Requilare und Steinhüllen erfahren? Ja. Wie ich annahm, dienen die grauen Reliquiare als Gefäße für die einstigen Krieger der Grauen Schar. Sie stellen die Verbindung zu ihren in Kalthafen gefangenen Seelen dar. Mit der Energie aus den Gramstürmen wurden ihre Seelen in die Steinhüllen gezogen. Und wozu dienten die Steinhüllen? Ich denke, die Steinhüllen dienen als Gefäß für die Wiedergeburt. Die körperliche Form der Grauen Schar manifestiert sich durch eine Verbindung von Zingales Alchemie und der Magie der Eiskap-Hexen in den Steinhüllen. Wenn sie vollkommen sind, brechen sie aus. Nun gut. Dann werde ich das jetzt so mitteilen, wenn ich den Ausgang wieder finde. Ich wollte schon ganz nach draußen laufen gerade. Nach oben meine ich, nicht nach draußen. Mal hier durch. Au, geht's noch? Sie winkt mich rüber, okay. Ich hatte gehofft, ihr wärt zurück, ehe wir anfangen. Sagt, dass ihr gute Neuigkeiten habt. Ich habe sogar sehr gute Neuigkeiten. Ich würde mich wesentlich besser dabei fühlen, eine Rede über Heilung und Hoffnung zu halten, wenn ich wüsste, dass wir auf dem Weg der Besserung sind. Was hat Van über dieses Elixier gesagt? Sie stellen es jetzt gerade her, doch er meinte, sie bräuchten bald noch mehr Niederwurz. Keine guten Nachrichten, aber ich nehme sie trotzdem. Solange wir genug haben, um unsere Soldaten zu schützen, haben wir im Kampf wenigstens eine Chance gegen die Graue Schar. Ich werde selbst in den Niederhain gehen, falls das nötig werden sollte. Fenoriang glaubt außerdem, dass er ein Heilmittel für die Gramvollen herstellen kann. Das wäre ein echter Anlass zum Feiern. Wenn wir auch nur einen Bruchteil jener zurückbringen können, die wir an die Gramstürme verloren haben, bin ich bereit, alles zu versuchen. Mehr musste ich nicht hören. Wir sollten die Zeremonie beginnen, ehe die Menge noch unruhiger wird. Was habt ihr geplant? Nichts Aufwendiges. Nur eine traditionelle Totenfeier der Nord. Um jene zu betrauern und zu feiern, die wir verloren haben. Und um jene wertzuschätzen, die uns geblieben sind. Ich hätte gern, dass ihr euch uns anschließt. Nun gut. Keiner von uns wäre noch hier, um Klagelieder für die Toten zu singen oder die Lebenden zu feiern, wenn es euch nicht gäbe. Ich wäre sicher nicht hier und bereit, mein Jarltum zu führen. Ihr habt mich unterstützt, seit ich diesen Weg eingeschlagen habe. Es ehrt mich, euch an seinem Ende an meiner Seite zu wissen. Und wir halten ein geschärftes, einhändiges Schwert vom Set Ewiger Elan und ja, eine Wolfskrone von Einsamkeit, unter große Verzierungen zu finden. Eine Belohnung für das abschließende Quest Tochter des Wolfes. Und ein Fertigkeitspunkt. Töchter und Söhne von Himmelsrand, wir haben heute die Ehre, unserer Toten zu gedenken. Ehre den Gefallenen! Töchter und Söhne von Himmelsrand, wir stellten uns harten Prüfungen, doch wir sind siegreich. Das sind und bleiben wir! Nun erheben wir unsere Stimmen. Um Sovngarde zu sagen, dass würdige Tote kommen. Und um der Welt zu sagen, dass die Nord stark sind. Wir sind immer noch hier. Lass unsere Gefallenen trinken, singen und ringen. Mit den Ahnen die Ewigkeit in heiligen Hallen verbringen. Lass Hörner erschallen und Glocken erklingen, die uralte Hymne entbrannt.
Uns gibt es bis ans Ende der Zeit, uns Kinder von Himmelsrand. Ja, ich schaue noch mal eben nach, aber da kommt nichts anderes mehr. Mit dieser Szene hier muss ich mich dann leider für heute verabschieden. Ich muss noch mal nachschauen. Ich glaube, in der nächsten Folge müssten wir dann nach Dunkelforst kommen. Soweit ich weiß, gibt es da auch noch mal eine Einführungsquest zu. Die würden wir dann natürlich im Vorfeld noch machen. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen glücklich und traurig und irgendwie alles zugleich. Und vor allen Dingen Himmelsrand habe ich wirklich wahnsinnig gerne gemacht. Ich fand die Story richtig toll mit den Vampiren, mit der grauen Schar und natürlich auch, weil Fenorian wieder dabei war. Ich mag diesen Kerl einfach. Ich weiß auch nicht. Und ja, ich meine, es wäre Dunkelforst als nächstes dran. Aber wir sehen das dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.